Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der dritten Folge Northgard. Bis jetzt läuft es relativ gut, kann man sagen. Wir haben ein sehr, sehr großes Gebiet, was nicht jeder so für sich beanspruchen kann, denke ich. Also ich glaube, wir sind gerade mit der Größte. Unsere Armee ist dafür allerdings verhältnismäßig klein, das kann man schon so sagen. Der sperrt jetzt hier... Oh, Gott sei Dank, ich wieder Sommer. Was greift mich jetzt hier an? Ah, mal wieder was. Ja, ihr merkt schon, es ist halt wirklich ständiges Arbeiten hier. Man hat eigentlich selten mal eine wirklich freie Minute. Oder vielleicht eine Minute, aber definitiv nicht mehr als das. So, der wird jetzt wieder zum Fischer. Ich könnte übrigens auch die Türme aufwerten. Habe ich bis jetzt relativ selten gemacht, muss ich sagen. Der ist ja ein Dorftrottel hier. Der verliert einfach mal seine Special-Einheit gegen sowas. So, das Gebäude wird trotzdem kaputt gehen. Das heißt, ich muss jetzt meinen Fischer hier wieder zum Dorfbewohner machen. Und dann muss ich wieder oben einen neuen Verteidigungsturm bauen. Vielleicht kommt da sogar noch ein Time hin, aber ich glaube nicht. Die kriegen halt Brand-Damage die ganze Zeit. Ich könnte das hier auch übernehmen wieder. So, was brauche ich jetzt? Ah, Militärmacht gegen Verteidigungsturm ist sehr, sehr gut. Dadurch habe ich, ja, kaputt, wie zu erwarten war. Neuer Turm muss sofort wieder gebaut werden. Also ich glaube, das hier wäre das Attraktivste aktuell einzunehmen. Oh, ich bin auch super nah an seinem Gemeindehaus. Holy shit, der hat ja echt wenig. Vielleicht hat er dann gerade gar keine Special-Einheit. Weitere Schildknappe ist auch wichtig gerade. Der muss jetzt kurz ins eigene Gebiet, damit meine Heiler ihn heilen können. Da werde ich mal nicht mehr so viele Verletzte. Das war der kürzeste Angriff ever. Ich muss jetzt entscheiden, was für ein Gebiet ich einnehmen will, deswegen erkunde ich jetzt hier noch dahinter, ob es Sinn macht, das einzunehmen. In der Hoffnung, dass dahinter halt quasi was Krasseres ist. So, jetzt habe ich zwei von denen. Ja, die würde ich auch gerne upgraden, aber dafür fehlt mir jetzt gerade wieder die Ressourcen. Habe ich irgendwo noch einen Zivilist, ja? Schön. Das heißt, der macht jetzt doch eher das aktuell. Und der macht, wenn er damit fertig ist, das nächste. Wenn man die upgradet, also wenn man dieses Gebäude upgradet, upgradet man auch die Truppen da drin. Ja, dafür brauche ich 10 Silber. Relativ teuer. Aber man kann auch die Truppen upgraden an sich, was ziemlich worth ist. Fast immer worth, ja. So, jetzt habe ich den da und die habe ich hier. Das heißt, ich bin jetzt relativ gut geschützt und hier unten, die, wo die ganze Zeit die Angriffe kamen, sind jetzt zwei Wachtürme. Das ist wahrscheinlich auch für die KI unattraktiver macht, da überhaupt Leute hinzuschicken. So, die Jagdhütte würde ich eigentlich auch gerne nochmal upgraden. Bei Gelegenheit. Ah, gerade ein Dorfbewohner fertig. Ich dachte gerade, hä? Warum produziert er nichts? So, weil wenn ich das nochmal upgrade, kriege ich doch mal mehr Nahrung. Wobei, hier läuft es eigentlich echt ziemlich gut. So, und wenn der das erforscht hat, dann kann ich nochmal gucken, ob ich was angreifen will. Herrschaft ist halt bald auch wieder ready. 300, 800 Ruhe mehr. Gut, ich habe auch mehr. Das ist nicht so schlimm. Sind immer noch zwei Bauern dran. Ja, ich denke, in nächster Zeit wird das meistens Militär fließen. Hab jetzt hier nochmal zwei Leute, die arbeiten, damit ich halt eben meine Schildknappen verbessern kann. Wenn ich die aufwerte, erhöht sich die Kriegsmeute auch um eins. Das heißt, ich kann auch nochmal einen neuen Schildknappenträger, was auch immer, bauen. Und die werden halt auch stärker. Allerdings so 5%, das ist relativ lame. Mein Krieger-Upgrade kriegen die irgendwie Ansturm oder so, das klingt deutlich cooler, aber das habe ich irgendwie noch nie gemacht. So, meine Heiler sammeln halt natürlich auch fleißig Nahrung in der Zeit, wo nichts los ist. Zack, der muss da rüber. Die sind ja auch in ziemlicher Nähe, das heißt, die können da auch rüber. Aber ihr seht, der hat diesmal einen Schildknappen dabei und der Turm hält halt nur noch ein Fünftel so lang. Ja, der kriegt den Turm down, verliert aber dafür wieder eine Menge Einheiten. Hey, 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 das haben wir nicht gehört. Wenn er schon Krieg wird, dann kriegt er richtig Krieg. So, noch ein Schild knappen. Ja, ich kann dadurch die Ebene hier nochmal einnehmen. Das ist wieder worth. Muss dann hier wieder das Haus anklicken, damit er zu einem normalen Dorfbewohner wird. Und mir hier den nächsten Turm wieder hinbaut. Weil die Türme, das sind halt einfach wichtig. Zack. Ich habe leider noch gar keine Special-Sachen hier. Ja, also das ist ein bisschen schade. Normalerweise hat man da nochmal deutliche Vorteile. Ich werde angegriffen. Ah, in dem Gebiet, was ich gerade übernehme. Das ist okay. Ja, ich übernehme jetzt das Ding hier. Ist nicht wirklich worth in dem Sinne.
Aber free is free, ne? So, ihr seht, die Range vom Turm ist übrigens insane. Aber ich könnte jetzt hier gerade free was snacken. Kennst du das Gebäude? Mann. Jetzt auch noch da. Ich kann hier auch wieder einen Dorfbewohner verloren. Wie ich mich kenne. So. Ist die Frage. Ne, den Turm bauen wir dann gar nicht. Prinzipiell könnte ich dadurch, dass ich so viel Holz habe, überall einen Turm bauen. Auf dem Sumpf kann man nicht überall bauen, ist immer ein bisschen ätzend, aber auch nicht so wild. Ich weiß nicht, ob der in Time da ist, so. Das ist halt. Ich meine, wäre nicht schlimm, wenn ich das Gebiet verliere. So, das einzige Gebiet, was mich halt wirklich nicht juckt. Oder nicht jucken würde. Weil es ist halt nur ein Stein drauf. Noch der ist ganz cool, ja, aber. Ist auch nicht so wild. Die helfen mir da so ein bisschen, einfach nur damit der nicht so viel Leben verliert. So, und sofort habe ich das Ding hier wieder. Der Zivilist wird jetzt hier zum Runensteinträger. Und der andere baut hier fleißig. Ich habe den nächsten Schild knacken. Ach, wo ist es denn? Wie, das ist so groß. Ich verlaufe. Oh, wow. Der wird schon in seiner Base angegriffen. Für mich ein guter Moment, den abzufacken. Ne? So wie andere mir, so ich den. Weil er keinen Stress in seiner Base hatte. So, was war hier hinter ein Koboldlager, was er übernommen hat. Okay, krass. Koboldlager, mit denen kann man super gut handeln und so. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine KI einnimmt. Aus meiner Sicht meistens mehr Wurf ist, mit denen zu handeln. Aber er hängt immer drauf an, was, wo die gerade hausen. Ah, der Speer wurde mal wieder verletzt, ne? Ja, ja. Mister, ich bin dauerkrank. So. Du baust mir bitte nochmal so ein Ding. Auch noch dahin. Ich meine, warum nicht? Wir haben es ja. Irgendwie habe ich einen meiner Schildknappen verloren. Da ist er. Der Speer rennt nach Hause. Er sollte eigentlich hier jetzt schon so geheilt werden, dass er gar nicht bis nach Hause rennen muss. Ja. Werkzeug verbessern. Das heißt, wir machen die Schildknappen nochmal besser. Und probieren hier jetzt mal einen Angriff. Ziel ist, möglichst viele Einheiten von ihnen dabei zu zerstören. Im besten Fall seinen Helden. Das hat jetzt nicht 100% geklappt. Ich hätte es, glaube ich, durchziehen sollen, aber ich war mir nicht sicher. Ah, ich hätte gehen sollen. Das wäre auf jeden Fall Wolf gewesen. So, hier ist noch ein Gebiet, was niemandem gehört. Was ich allerdings auch nicht von hier einnehmen kann, weil es keinen Weg hier hoch gibt. Oh, hier sind die Riesen. What the fuck? Ach, Mann. Ich mach meinen Turm kaputt und verliert dafür 3 Einheiten. Das ist halt stupid as fuck. So, ich habe ja hier extra ein Haus gebaut für genau diese Momente. Weil jetzt wird er kurz wieder zu so einem Typen, der bauen kann. Um dann halt eben dahin zu laufen. Brauchen wir irgendwie einen Plan? So. Also hier kommen bald böse Einheiten. So, hier unten kommen böse Einheiten. Ich muss meine Truppen gleich ein bisschen splitten, damit ich das alles hinbekomme. Das heißt, meine 3 muss auch das hier sein. Und du bist meine 4. Und jetzt zusammen hat meine 1. Okay, die 2 Krieger sollten das easy im Griff haben. Meine 4 geht dahin. Ah, da kann die. Ah, ne, das war nicht meine 4. Mein Berserker geht nach da unten. Und die 3 gehen auch noch da an, warum nicht? Ne? Man hat's ja. Jetzt wieder Winter. Ich habe Nahrungsmittel gerade gar nicht so viel. Das sollte trotzdem noch klappen. Ich hoffe quasi, dass die den so dezimieren, dass ich ihn dann einnehmen kann, weil der gerade seine Spezialeinheit übel sinnlos in mich reingeballert. Meine KI ist auch nicht immer super smart, ne? Muss man auch mal sagen. Mein Speer wird jetzt hier hinten weiter forschen. Ich meine, das hier ist halt ein Gemeindehaus, so das zu haben wäre echt worth. Wenn ich ihn das wegnehmen könnte, wäre das schon sick. Oh. Die Bergarbeiter haben da alles abgebaut. Das heißt, die kann ich da hinschicken. Und dann kann ich da das nächste Schildknappenlager machen. Das heißt, ich muss jetzt mit meinen Steinen ein bisschen aufpassen, aber ich kriege hierüber auch nochmal
20 Steine. Normalerweise wäre der vierte Segen ist quasi Game Win. Aber das finde ich, wie gesagt, halt ein bisschen boring. Jetzt kam hier wirklich noch eine Valkyrie rüber. Kurz bevor hier eh schon die Kacke am Dampfen ist. So, der Zivilist muss mir jetzt ein neues Shit-Knappenlager bauen. Mal kurz bei meiner 4 vorbeischauen. Hä? Ah. Der ist ja die 4. Hat funktioniert. Easy. So, der hat das hier allerdings relativ gut geklärt bekommen. Also, ehrlich gesagt war das scheinbar überhaupt kein Problem. Ja, Militäreinheit, Nahrungsverbrauch reduzieren, klingt ganz gut. Einheiten nicht mehr im Winter geschwächt, klingt auch gut. Kommt hier nochmal was? Nee. Achso. Ach komm. Gehen wir nochmal auf weniger Nahrungsverbrauch, aber das hat meine Ziff ja so oder so schon. Hä? Achso. Ich habe jetzt nochmal die Schildknappen geupgradet. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade ein neues Problem. Ich brauche ein neues Gebiet davon. Weil ich habe jetzt gleich kein Gold mehr und dann reißen die immer irgendwas von mir instant ab. Damn it, ey. Das ist leider halt auch schon voll. Kann da jetzt nochmal schnell ein Upgrade reinhauen und da noch einen dazu schicken. Vielleicht kann ich das damit noch umturnen. Das sieht nicht so aus. Ich brauche halt auch noch den und das ist halt leider jetzt gerade ein bisschen viel alles auf einmal. Scheiße. Ah, mal gucken, was kaputt geht. Ich meine, ich habe ja genug Holz, um es zu reparieren. Aber normalerweise geht jetzt irgendwas zugrunde. Ah, das war ja easy. Okay, es war jetzt gar nicht schlimm. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so viele Zivilisten habe. Einer hat hier gar nichts zu tun. Achso, der hat da das Ding gebaut und ist dann... Hier wird angegriffen. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie das abläuft. Weil normalerweise sollte der Turm die schon ziemlich hart nerven. Und dann sollten meine Dorfbewohner in der Lage sein, die fast alleine zu besiegen. Sind sie aber nicht. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Etwas ermüdend, diese Angriffe. Aber es hat zumindest das Ganze hinausgezögert. Niemand ist gestorben. Die hätten es sogar fast selber in den Griff bekommen. Meine 2 und 3 rennen jetzt in der Zeit da an. Na. Alter, noch gewonnen, aber das dann nicht auf Dauer halten. So, der hat das wieder geklärt. Das heißt, die können da wieder rüberrennen, du kannst 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 da wieder rüberrennen. Oh. Den Krieger hat es fast zerhauen. Der baut mir hier den nächsten Turm wieder hin. Das ist ein gefühlt ewiger Kreislauf. So, der ist wieder geheilt. Der geht dazu. Mein Speer wurde wieder verletzt. Na gut, dann muss der gleich wieder ins eigene Gebiet laufen. Tricky gerade, weil dieses Problem mit dem Gold halt immer noch da ist. Noch ein Zivilisten, der ist da. Gerade ist mein Ausbildungslager kaputt, das ist nicht so wild eigentlich, aber man sollte es doch auf Dauer reparieren. Der ist unzufrieden. Ach du Scheiße. Das ist das Problem. Habe ich die ganze Zeit gefragt, warum es so krass ist. Aber es ist natürlich jetzt ein Teufelskreis, ne? Wenn ich... Ah, ich kann gerade mit niemandem handeln. Ja, wenn... Ah, ist natürlich auch dumm, ne? Weißt du, ich bin in einer Krise. Und was passiert? Die denken sich, Alter, fucken wir mal das ab, was uns Gold gibt. Weil wir sau sind, dass wir kein Gold haben. Smart. So. Jetzt habe ich plus 1. Das heißt nichts. Hier oben habe ich jetzt gleich wieder einen Dorfbewohner. Und der muss das wieder reparieren. Es ist. Also man läuft halt ganz oft den Problemen hinterher. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Warum habe ich eigentlich 7? 5 Schildknappen habe und nicht alle nutze. Okay. Okay, okay. Wir brauchen einen kleinen Befreiungsschlag wieder. Oh mein Gott, sind die alle tot?
Fuck. Fuck. Okay, die sind alle gerippt worden. Und ich habe verpennt, warum. Aber wirklich verpennt, warum. Ich meine, da ist ja sogar ein Turm. Sind die so unzufrieden gewesen, dass sie abgehauen sind? Hatte ich da vielleicht einfach keine Leute stehen? Man weiß es nicht. Wir wollen bessere Häuser, aber vor allem wollt ihr auch mal wieder Krieg, glaube ich. Das heißt, wir geben euch mal wieder Krieg. Oh mein Gott, ich bin fucking retard, ey. Nein! Ah, ich wollte seine Special Einheit killen und hab meine auch gekillt. So, bauen wir das noch rein. Ja, jetzt müssen wir leider ein bisschen warten, bis der wieder ready ist. Ah, es ist zum Heulen. So, sammeln aktiv auf jeden Fall. Das bedeutet, dass die immer da rennen, wo mein Berserker ist. Ah! Pain in the ass. So. Scheiße, ja. Dadurch bin ich halt jetzt gerade auch einfach hart delayed. Wenn man mit mehr Militär macht, wird es wieder gehen, aber gerade ist es halt auch das Problem, dass ich nicht mehr wachse. Das heißt, ich brauche einen zweiten, der das macht. Und dann kann ich mir überlegen, was ich mit dem anderen mache. Ich habe hier einen Turm. Ich glaube, ich baue hier oben ein Ausbildungslager hin. Ha, vorbei, es ist halt... Ist halt tricky gerade. Weiß noch nicht genau, wo ich durchbrechen will. Also das hier wäre eigentlich immer noch ein interessantes Gebiet. Aber relativ gut bewacht. So, nee, Speer, renne erstmal in mein Gebiet und werd geheilt, bitte. Ich schicke den einfach ein bisschen weiter weg, damit er ein bisschen durchs Gebiet rennt und in der Zeit geheilt wird. Aber gerade habe ich nicht so viele Verletzte ansonsten. Ausbildungslager. Ach so, dann kostet das ja noch 150. Das ist jetzt gerade alles doppelt, dreifach und vierfach scheiße. So, der Speer wird geheilt. Und was ich machen kann, ist, ich glaube, ich habe hier eben die Riesen gesehen. Hier rüber geguckt oder da? Zumindest habe ich irgendwie Riesen gesehen. Und mit Riesen handeln immer mit ein. Und wenn man lange genug mit denen handelt, dann kriegt man sogar einen Riesen als Belohnung. Warum ist hier ein Holzfäller? Na gut, machen wir den erstmal zum Bauarbeiter. Gucken dann weiter. Ja, Werkzeug verbessern könnte ich nochmal, aber gerade habe ich halt auch einfach ein Goldproblem. Weil wenn ich jetzt die Riesen kennenlerne und mit denen Nahrung handle, dann wird halt nochmal alles deutlich besser. Aber die 150 Gold, die ich brauche, die sind halt gerade schwer zu kriegen, weil ich müsste halt eigentlich mit wem fighten, aber mit wem will man hier fighten? Hier sind vier Valkyren. Ich habe auch nichts mehr, was ich einfach free killen könnte. Ich könnte hier vielleicht reinrennen und einen mitnehmen. Probier das mal. Das wäre wahrscheinlich noch mit die beste Idee. Wo waren die Riesen? Ja, hier sind die Riesen. God bless. So, Riesen. Ihr wollt doch handeln. So, habe ich direkt zwei Handelsrouten mit denen offen. Das war jetzt übel wichtig. Also deswegen ist die Map halt auch wichtig zu beobachten. So, jetzt rennen wir da rein. Weil ich kann gerade aktuell mit niemandem handeln, weil mich alle hassen. Diese Schildknappen können halt den Turret deutlich länger tanken als alle anderen. Jetzt ist es kurz geleckt, aber ich verliere dadurch keine Einheit. Kannst du bitte ein bisschen weiter weggehen? Und ihr killt bitte noch die Einheit. Ah, ich ziehe mich wieder zurück. Das ist fein. Das gibt mir nämlich jetzt genau genug, um wieder meinen Berserker zu machen. Und mein Berserker kann dann da hochrennen und kann die Sachen mitregeln. Also das lief relativ gut, muss ich sagen. Vielleicht kann ich das Gebiet echt übernehmen, aber die Frage ist auch, welches Gebiet lohnt sich gerade am meisten zu übernehmen? Ich glaube, das hier ist halt schon mit das Attraktivste, weil das hier ist halt das Attraktivste, was es gibt. Und das liegt relativ nah da dran. Und er ist halt ziemlich weak. Wobei, in die Richtung hat er noch ein bisschen mehr. Aber er ist zumindest nicht so stark. Ich glaube, es macht echt am meisten Sinn, wenn ich in die Richtung losziehe. Leute müssen sich natürlich jetzt erstmal auch wieder heilen. Er wirkt mir auch nicht so stark, aber er hat gerade in meiner Nähe nicht so attraktive Gebiete. So, mein Verhältnis mit Riesen ist jetzt 4%. Muss auch deutlich besser werden, wenn ich
was mit denen veranstalten will. Also, wenn ich einen von denen in meinem Team haben will. Ich muss halt gucken, ob ich zwei Heiler. Bis das Ding ja eigentlich auch nochmal upgraden. Damit ich halt eben nochmal einen Heiler mehr habe. Heiler sind halt auch deswegen worth, weil sie ja Nahrung produzieren, wenn alle voll geheilt sind. Und das ist gerade aktuell kein Problem, aber mehr Nahrung schadet tatsächlich nie. Wenn ich das nächste Mal hier ranrenne, muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich mit meinen Schild-Dudes da zuerst reinrenne, weil die können halt, man hat es ja gerade gesehen, die können das deutlich besser tanken. Jetzt gehe ich auf die 4. Ja, optimal. Hotkey-Verhalten ist hier natürlich völlig normal. Aber hier sind halt viele Truppen auch. Ich meine, der hat hier alle Truppen wirklich an die Front geholt. Das Problem habe ich hier halt nicht. Rennen wir doch darüber einfach. 8 Einheiten habe ich aktuell, das ist ganz ordentlich. Könnte halt auch noch dazu ziehen, komm. Ja. Nee, ich glaube, der soll sich eher darum kümmern, dass ich das Eisen hier mal abbaue. Weil das wird auf Dauer halt wieder wichtig werden. So, dann rennen wir einmal hier rüber. Achso, ich kann ja einfach mit H1 starten. So, was ist das hier für ein Waldgebiet? Waldgebiet wäre halt auch nochmal schön. Oh! Oh, ich wusste gar nicht, dass ich Schafe einsperren kann. So, mein Speer wurde wieder verletzt. Das heißt, er muss erstmal wieder hier rüber rennen. Auf dem Rückweg ist er dann schon wieder fit. Ja, natürlich. Right in this moment. Eben war ich die ganze Zeit da. Okay, ziehen wir wieder rüber. Der will auf jeden Fall mehr Stress als der andere. So, der Dorfbewohner kümmert sich jetzt darum. Ich kriege jetzt nochmal Steine und Eisen. Ich ziehe einfach mit der kompletten Truppe darüber. Schon ein bisschen was ich hier habe. Das ist schon ganz in Ordnung. Aber ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Ich werde hier noch ein Schildknapp in die Lager reinbauen. Und den da hochziehen. Zack. Dann wird es hier nochmal einen Turm geben. Dann funktioniert das. Speer hat sich wieder geheilt. Optimal. Ja, ein Schafsstall wusste ich halt echt nicht, dass ich den bauen kann. Was ist der denn? Verteidigungsturm, Brauerei, Fischer, Jagd, Nahrung. Vielleicht ist das auch eine Special-Fähigkeit von dem. Aber umso wäre natürlich dann umso interessanter, das einzunehmen. So, jetzt hat der hier schon eine Einheit verloren. Gut, ich probier's mal. Das hat wieder kurz geleckt. Das hat mich fast eine Einheit gekostet. Das hat mich jetzt eine Einheit gekostet. Ziehe ich mal kurz zurück. Aber die Kämpfe sind besser für mich. Also allein schon, weil ich natürlich ein Mensch bin. Und das dementsprechend ein bisschen besser steuern kann. Ja, meine Beziehung mit dem ist, glaube ich, so oder so nicht so gut. Aber nicht, dass das jetzt großartig daran liegt. Werkzeug verbessern. Ich könnte meinen Krieger nochmal upgraden. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste. Ja, Krieger nochmal zu verbessern, ist, glaube ich, recht worth. Man kann solche Bereiche auch immer verbessern, um dadurch noch ein Gebäude mehr darin zu bauen. Ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ihr quasi so ein kleines Nahrungsding habt, wo ihr aber unbedingt noch ein Siedlo drin haben wollt. Dann ist das meistens worth. Ich bin halt hier auch schon super nah an seiner Base. Also ich bin halt echt groß. Normalerweise ist man halt ein Ticken kleiner. So, hier kann ich gleich eine neue Schildknappen-Einheit machen, weil ich habe jetzt gerade wieder... Oh, ich habe einiges an Slots frei sogar. Ach stimmt, weil ich ja gerade das Ding gebaut habe. Zack. Das kann ich auch noch upgraden. Ich weiß gar nicht, ob das gerade aktuell unbedingt worth ist. Ich habe nicht so viel Nahrung, aber man darf nie vergessen, dass ich ja aktuell auch noch handle. Oh. Okay. Erst den Turm zu Ende bauen. Ein Angriff auf unser Hoheitsgebiet. Ich glaube, manchmal läuft die KI einfach aus Versehen da rein. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass das bis jetzt absichtlich war. Meine Leute sind nicht mehr zufrieden. Vielleicht sind sie es, wenn ich den wieder dazu nehme. Ah, die wollen nochmal bessere Häuser. Ja doch, jetzt waren sie doch Stress. Es ist halt ein bisschen ermüdend. Ne? Also, die Art und Weise, wie die KI mich angreift, ist halt immer so in Etappen.
Ich will gerade eigentlich mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ich muss jetzt eigentlich auch unten deffen. Okay. Aber der wird. Also dieser Angriff, den die da gerade auf mich gestartet haben, der geht halt nie weiter als das. Ach, seriously. Okay. Aber das Problem ist, ich verliere da unten jetzt das Gebiet wahrscheinlich. Ein bisschen spät dran bin mit der Verteidigung. Aber es ist auch nicht so wild. Hier muss ich jetzt wieder einen meiner Leute abziehen, damit er mir hier wieder einen neuen Turm baut. Ich könnte die Türme da auch mal upgraden. Ich glaube, ich werde bald einfach aus Frustration die Türme alle upgraden. Dass es mir halt einfach auf den Sack geht. Dass er hier die ganze Zeit so viel Stress sucht. Und das ganz offensichtlich kann. Naja. Ich habe ja nicht viel Möglichkeiten, ihn davon abzuhalten. Nein. Ach, ich bin ein Idiot. Wenn ich da kurz noch reingelaufen wäre, wäre alles fein gewesen. Aber ist nicht so schlimm, weil auf fremdem Gebiet mache ich dann auch 15% mehr Schaden. Und ich habe wieder Herrschaft gehabt. Das heißt, ich verliere nicht viel dadurch. Nur weil es kurzfristig natürlich ein bisschen ätzend ist. Oh, das war ein Holzfäller. Zack. Herrschaft einsetzen. Waren bessere Häuser. Ach ja, da war ich eben eigentlich dran. Aber dann wurde ich wüst unterbrochen. So, der baut das, der baut das. Und da geht's wieder hoch. Diese ganzen Sachen sind, finde ich, ein bisschen annoying. Aber andererseits sorgt es auch dafür, dass das Spiel unglaublich kurzweilig ist. Weil du halt die ganze Zeit was zu tun hast. Und am Anfang, also ich meine, ich habe die Sachen jetzt schon ziemlich erlebt. Aber das erste Mal, wenn du von sowas angegriffen wirst und so, denkst du dir einfach nur, what the actual fuck is happening? Please help, 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 help. Und das ist meistens, finde ich, etwas, was dem Spiel gut tut. So, die Sachen sind alle geupgradet. Könnt ihr das nochmal aufwerten? Euer Gewehr Warband. Achso, da ist die Besetzung gerade ein bisschen in die Hose gegangen. So, hier steht wieder das Ding, steht wieder. Das heißt, ich kann die wieder darüber ziehen. Plus, ich habe gerade noch einen Dorfbewohner übrig. Der macht das. Und der Dorfbewohner wird zu einer Shit-Typen, sobald er ready ist. Aber er muss halt erst diesen Turm hier bauen. Die Türme sind schon worth. Also ich hätte da eben auf jeden Fall meine Truppen zuerst rausziehen sollen. Aber das hat sich nicht ganz so ergeben, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich weiß gar nicht, was die Siegesbedingung diesmal ist. Ah, ich brauche noch 140 Ruhm, dann habe ich quasi den Win. Speer hat sich mal wieder verletzt. Das heißt, der läuft mal wieder hier hin und danach macht er wieder Sachen. Ah, okay. Das ist jetzt ein schöner Moment. Ich glaube, ich werde gar nicht warten. Nee, ich werde nicht warten. Ich renne jetzt mal. Oh mein Gott, der hat echt viele Truppen. Okay. Nein! Ah, oh, einer hat verloren. Ach du Scheiße, ey. Jetzt wird der auch noch Beef. Oh, warte mal. Wenn der das einnimmt, dann gewinnt er das Game. Ich Idiot. Ich hätte sofort zu dem laufen müssen. Ah, fuck. Noch eine Einheit, sind es verloren. Fuck me, ey. Okay, jetzt übernehme ich das. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aggressiver werden. Fuck! Ach, der hat jetzt genug Ruhm gehabt, oder was? Ah, man kann die ganze Zeit gucken, wie stark der Rest ist. Das ist übrigens mega geil, dass es sowas gibt. Damn it. Ich dachte, ich wäre auf einem guten Weg. Ich war aber auf einem guten Weg, aber ich war zu defensiv. Ich habe zu viel in meine Wirtschaft investiert. Ich hätte einfach, das was ich jetzt gerade vorhatte, war einfach alle Holzfäller abziehen, zu Kämpfer machen und da reinmarschieren. Und das hätte ich früher machen müssen. Das hier ist für dich awesome. Einfach als Feature quasi, dass man am Ende das nochmal so nachverfolgen kann. Der ist halt sehr schön nach rechts ausgedehnt, während ich mich quasi nach oben ausgedehnt habe, weil ich ja weiß, dass hier irgendwo die Gegner liegen müssen und nicht an der Küste, deswegen habe ich das so spät eingenommen. Das war echt worth. Ja. Das sah halt echt gut aus hier. Hier ist halt das Special-Ding, was man einnehmen muss, um zu gewinnen. Hätte das hier einnehmen sollen, aber das sind Sümpfe. Das hier. Das war, glaube ich, ein Fehler. Das Ertrag euch gelandet. Ah, ne, das habe ich ja auch bekommen. Das war echt alles gut. Hier hätte ich nochmal. Hier habe ich nicht erforscht, scheinbar. Ja, ich hatte das Ding und da habe ich nicht nach oben erforscht.
Das wäre Wolf gewesen, weil ich habe das hier ja verloren. Weil ich hatte auch den Zugriff dazu. Ja, stimmt, klar. Ich habe das hier ja quasi abgegeben gehabt. Und nachher wollte ich das, habe ich die ganze Zeit darum gefallen. Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich darum fighten können. Das ist halt viel mehr Wolf. Er war halt ungefähr so groß wie ich. Das ist halt echt nochmal eine schöne Übersicht so zum Schluss. Und er hat dann das eingenommen. Und da hätte ich ihn halt angreifen müssen. Hat er ja 12 Gebiete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er hatte 13. Aber ich hätte ihn... Ja. Das war der Fehler. Als ich hier angegriffen hat, hätte ich da angreifen müssen. Deswegen hatte die KI auch ihn angegriffen, um ihn das Gebiet streitig zu machen. Aber er hätte jetzt quasi gewonnen, weil er diese 1200 Ruhmpunkte hatte. Aber die hätte ich halt eben auch haben können, wenn ich das Ding eingenommen hätte. Damit, Leute. Aber passt gut, weil es ist ziemlich genau eine halbe Stunde. Das war Northgard, Leute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu irgendwann nochmal was sehen wollt. Ansonsten kommt Donnerstag jetzt ein Durchgefallen. Ich habe es noch in der Hinterhand. Das wird am Donnerstag kommen. Und dann ab Samstag eben wieder King of Spandau. Und dann auf dem zweiten Kanal quasi die ganze Zeit Dodo Wars und King of Spandau und dann Jurassic World Evolution, sobald es rauskommt. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis bald.